So Leute, weiter geht's hier bei der Vierecksbeziehung mit eurem Krabbe und der siebten, ich glaube es ist die siebte Episode von Secret of Mana. Wir haben ja beim letzten Mal hier Halt in Kippo gemacht und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir heute vielleicht Gaias Nebel erreichen oder das Kobolddorf. Beziehungsweise ist ja kein Kobolddorf, sondern da wartet nur ein Kobold auf uns. Hui! Drei Gegner. Oh, nicht treffen lassen. Weg mit dir und weg mit dir. Summ, summ. Das ist ja witzig. Haben sie bestimmt auch den Namen geändert. Sie ist doch bestimmt nicht summ, summ. Ach ja, diese lustigen Steinchen. Ja. Das ist wieder eine sehr frisch aufgezeichnete Episode. Wir haben nämlich Samstag, also genau der Samstag, an dem diese Episode auch erscheint, muss ich noch schnell aufnehmen, weil ich ja unter der Woche wieder in Bonn war und am Karfreitag, also gestern, ja der Bloodborne-Stream war und ich danach so ein bisschen Pause brauchte. Das war dann doch etwas viel. So, Moment, wie geht man denn hier nochmal rechts rum, links rum? So, natürlich sind wir gelaufen und... Ach ja, genau, da geht's auch her. Huch, das hätte schief gehen können. Ach ja, hier geht's auch her. Oh, eine Truhe. Ein Bonbon? Ne, 14 Geldmenge. Aha. Ach ja, wieder die Kacke. Glück gehabt. Kritischer Treffer, du Versager. Na, was ist das? Ja. Oh, Garnela erreicht Stufe 5. Hier kann man nicht runter. Ja, da ist noch ein... Oh, oh, oh. Oh, Glück gehabt. Da sind wir genau reingelaufen. Aber ein kritischer Treffer folgte darauf. Okay. Ja, hier geht's auch, ja. Ah, okay. Na, weg mit dir. Beide getroffen, perfekt. Wir machen die auch alle platt. Denn wir dürfen das Level nicht vernachlässigen. Ansonsten gibt das ein böses Erwachen für uns im Laufe des Spiels. So. Klick, klick. Klick. Das ist ganz gut. Durch den Klick muss ich nicht andauernd auf die Prozente achten. Das habe ich zu Beginn nämlich wieder gemacht. Immer geguckt, dass die Prozente voll sind. Außer jetzt nach dem Laufen einmal. Aber nach dem Schlagen schon. Aber da kann ich mich auch einfach nach dem Klick richten. Jo, dann gehen wir jetzt mal die Treppe runter. Da sind auch noch ein paar Gegner. Kritischer Treffer, okay. Ah, ja, das war einer. Und auch das Vieh ist platt. Ja, dann. Na, hier war doch noch irgendwo was, oder? Oder es wäre... Ah, genau da. Ah, wo geht's hier hin? Hier haben wir nichts. Ja, wir vernichten hier wieder die ganzen Blumen. Wir sind kein Freund der Natur. Oh. Aber jetzt. Hast du davon? Jo.
Die ist auch platt. Und da ist schon die nächste. Ach, verdammt. Ui, schöner Angriff. Oh, keine Truhe, schade. Jetzt müssen wir mal... Oh, da oben ist ja noch eine. Wo war die denn? Mal aufladen. Und weg. Perfekt. Genau hier geht's rein und da geht's rein. Wir werden gleich erstmal den rechten Weg wählen, aber da oben laufen noch zwei von den Wespen rum. Das geht so nicht. Ja, sie hängt da unten fest. Das ist das bekannte Problem aus dem alten Spiel. Das haben sie immer noch nicht gelöst. Oder spawnen die? Tatsächlich spawnen die wieder. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Naja, auch nicht schlecht. Dann müssen wir jetzt mal aufpassen. So. Dann können wir jetzt wieder nach unten. Dann ist ja doch alles gut. Ja. Müssen wir noch hier rum. Ich glaube, hier wartet jetzt auch wieder das Kätzchen, oder? Tatsächlich, da ist es. Wenn wir denn mal nach oben kommen. Hallöchen. Oh, ups. Hey. Miau. What a strange place to bump into each other. Do you need anything? Special deal for busy travelers. I'll even save the game from you. Speichern ist zwar auch gut, aber erstmal kaufen. Wir könnten Bonbons, haben wir 11. Armband, die Sachen, die brauchen wir alle nicht. Wir könnten den Fass, können wir noch nicht kaufen. Engelskelch, um Tote wieder zu beleben, könnte man kaufen. Statuseffekte aufheben, könnten wir kaufen. Die Walnuss können wir auch noch nicht kaufen. Das Gelee Royal, das brauchen wir noch nicht. Schokolade auch noch. Eher noch nicht. Komm, zwei können wir kaufen. So. Ja, bis dann. Gut, dann hätten wir das. Dann. Oh. Ja, dich machen wir noch platt. Du hast dich mit uns angelegt, das war nicht ganz so klug. So, und jetzt in den anderen Gang. Und haut sie da nicht gleich ab? Ich weiß es gar nicht mehr. Hey, this isn't the way to the Witch's Castle. Where are you going? Zum Tempel in den Tiefen. You can go by yourself. I'm not going in there. So what are you gonna do? Okay, dann würde ich sagen, mach's gut. Oh, you're stubborn. Fine, I'll find Dialogue on my own. Tja, Garnela hat die Gruppe verlassen und die Lanze hat sie wahrscheinlich mitgenommen, die blöde Kuh. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir noch einen drauf bekommen. Aber den hätten wir. Der hat ja Geräusche gemacht. Ach, Moment. Bei denen war es ja ganz praktisch, erstmal sich auch. Oh nee, diese Schleimviecher. Die sich vervielfachen, wenn man sie trifft. Und wenn man nicht rechtzeitig alle davon platt macht, dann wird das so ein endloses Spektakel. Na, vervielfältigen die sich nicht mehr? Ah, jetzt ist es, glaube ich, passiert. Ja, genau.
Bin gespannt, ob wir es schaffen oder ob wir den. Ja, ob wir das zweite suchen müssen. Hier kann alles passieren. Oh oh. Ja, wir müssen den schweren Angriff starten. Also den aufgeladenen. Oh oh. Okay, das sind wieder drei. Ja, das kann sich ziemlich ziehen, wenn man die nicht rechtzeitig alle platt macht. Er hat auch nichts fallen lassen, nee. Ja, der normale Angriff wirkt nicht, das ist doof. Oder sehr oft nicht. Ohne. Hey, nicht weglaufen. Das gibt's ja auch. Ja, supi, jetzt sind wir auch noch vergiftet. Also die Truhe war ja mal super scheiße. Erst läuft sie weg und dann vergiftet die uns auch noch. Komm schon. So. Ich meine, es ist gutes Leveln, von daher. Ich will mich nicht beschweren. Aber es könnte trotzdem schneller gehen. Komm schon. Ach nee, wir. Das zieht sich endlos. Dafür sind wir noch nicht gut genug. Ach, da ist wieder so einer. Aber die können wir Gott sei Dank platt machen. Mit ihrer Axt. Die bekommen wir bald auch, die Axt. Oh, 70. Das ist ja mal eine Hausnummer. So. Schnarch, schnarch, ne? Wo? Na, was ist das? Jo. Oh, da müssen wir aufpassen, da sind zwei. Ja, das ist gut gegangen. Ach, lade dich auf. Komm schon. Mhm. So, ranschleichen und Treffer. 35 Schaden. Ja. Hui. Da hätte uns was getroffen. So, sind wir jetzt schon im Dorf angekommen, oder? Ah, ganz noch nicht. Ballon. Ja, super. Jetzt sind wir weggetreten. Sowas Gemeines. Und alleine kann man dagegen natürlich auch nichts unternehmen. Ha. Da haben wir die Flattermaus aber mal richtig getroffen. Oh oh. Ich weiß auch gar nicht, ob man das schneller wieder rückgängig machen konnte. Vermutlich nicht. Komm schon. Ja, weg ist die. Ach, wieder so einer. Oh, die Gegner, die sind schon wieder träge. Oder träger. Das finde ich ganz gut. Das macht es leichter. Na, er steht immer noch. Ganz schön zäh. Aber diesmal hatten wir ja auch einen Treffer, der nur. Ich weiß gar nicht, was der an Schaden gemacht hat, aber keine 35, der erste. So, ranpirschen und Peng. Und. Doppeltreffer. Na, was, das für beide? Ja. Okay, unten können wir noch gar nicht weiter. Dann müssen wir erstmal hier hoch. Oh. Ganz vorsichtig. Dann jetzt machen wir lieber die Standardtreffer. Das ist doch sicherer. Ach ja, da hinten ist der Schalter, um die
Lava abzugießen oder wie auch immer. Ja, man hat es auch gerade gehört, weil ich schon dagegen geschlagen habe. Und jetzt wird uns auffallen, die Lava ist weg. Aber die Gegner sind wieder da. So eine Scheiße. Oh oh. Komm schon. Na, nicht zaubern. Oh, eine Truhe. Ein Bonbon. Schön. Den müssten wir jetzt eigentlich nicht mehr plätten, aber wenn wir schon dabei sind, warum nicht? Ah, nur eingetroffen, ärgerlich. Na, was ist das hier? Ach, das ist immer so ein bisschen doof. Und das hat nur wenig Schaden gemacht, weil es nicht bei 100% war. Komm schon. Oh. Ja, supi. Na, Bombe. Schiss. Das muss ja nicht sein. Wobei, wir müssen da weitergehen. Hier geht's nämlich nicht weiter. Also. Oh. Komm schon. Oh, das war knapp. Komm schon. Ja, geht doch. Jetzt könnten wir hier runter oder... Erstmal hier vorbei. Ja, seht ihr, da ist auch eine Truhe. Das hat sich gelohnt. Ehe es dann in das Dorf geht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hey, magisches Sein. Hui. Das war sein Angriff. Magisches Seil, damit kamen wir hier wieder raus, wenn ich mich recht entsinne. Oder allgemein von solchen Orten, oder? Magisches Seil. Teleportiert zum Eingang, genau. Also wie in den meisten Spielen halt. Den machen wir jetzt auch noch platt. So viel Zeit muss sein. Und jetzt geht's nach unten. Und wir sind immer noch nicht da. Och nö, nicht der Ballon. Das kostet doch unnötig Zeit. Was richtig mies wäre, wenn der eine den Ballon startet, sobald ich aus dem Ballon des anderen raus wäre. So ein dauerhafter Stunlock. Das wäre echt mies. So, hier geht's. Müssen wir erstmal gucken, ob es hier weitergeht oder ob es da oben weitergeht. Erstmal hier oben schauen. Ein Schleim. Komm schon, ich mach mal platt. Ach, geht doch. Ja, dann war hier oben auch nichts mehr. Dann war das da unten der richtige Weg. Müssten wir auch gleich da sein. Da schläft noch einer. Komm schon. Ach, verfehlt, ärgerlich. Nee, das macht keinen Sinn. Komm schon.
Hier geht's nicht weiter. Also hier runter. Sind wir immer noch nicht da? Komm schon. Aber da, da ist es. Oder hier oder da? Nee, das machen wir gleich. Wobei nichts gleich. Das machen wir jetzt noch schnell. Immer diese Vorrichtung. Ach ja, jetzt sind wir auf der anderen Seite dieser Karte. Genau. Ich dachte, da käme man dann später hin mit der Axt. So, die Musik ändert sich schon. Denn wir sind jetzt im Zwergendorf. Oder was auch immer das hier war. Das war's dann auch für heute, für die heutige Ausgabe. Was hier so abgeht, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Also Leute, macht's gut.